Willkommen zurück bei Galileo. In einer Woche ist Ostern und für die Mitarbeiter in Europas größter und wohl auch edelster Konditorei bedeutet das Arbeiten im Akkord. Wie das funktioniert und warum ein Großauftrag aus Saudi-Arabien die 100 Mitarbeiter ganz schön unter Druck setzt, wir zeigen es Ihnen. Dominik Prusek ist nervös. Als Juniorchef der größten Konditorei Europas in Wien muss er dafür sorgen, dass sein Team jeden Tag 2 Tonnen Gebäck produziert. Darunter 2000 handgemachte Torten. Denn allein im Stammhaus der Konditorei am Stephansplatz verspeisen 800 Kunden jeden Tag 20.000 Gebäckstücke. Hinzu kommt, 3000 Osterhasen müssen rechtzeitig fertig werden. Wie viele Tage haben wir noch, bis wir ausliefern? Wir sollten eigentlich am Montag anfangen. Außerdem haben Kunden aus Saudi-Arabien eine große Menge Quarkstrudel bestellt. Wie viele haben wir heute schon produziert? 2000 Strudel haben wir heute schon gemacht. Und dann muss auch noch eine Torte für 8000 Euro fertig werden. 6 Uhr morgens in der Produktionshalle. Dominik Prusek bespricht mit seinem Team den Tag. Heute haben wir recht viel zu tun. Herr Gary, wir brauchen für heute 1500 extra Topfenstrudel für Saudi-Arabien. Frau Andrea, wegen der Goldtorte, die muss morgen fertig sein. Ja, in Ordnung. Okay, auch wegen Ostern, wie weit sind wir da? Wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir bemühen uns. Los geht's in der Tortenproduktion. Hier entstehen jeden Tag 2000 Torten, die meisten in Handarbeit. Chef der Tortenproduktion ist Andreas Harlander. Das mache ich schon seit 31 Jahren. Bin hier auch aufgewachsen, kann man sagen. Ich habe hier gelernt und ja, ich mache das sehr gerne. Die vielen Torten brauchen zuerst eine Basis, den Biskuitteig. Das ist heute die Aufgabe von Konditor Carly Reichelmeier. Der Teig besteht aus 15 Liter Eiern und 10 Kilogramm Zucker mit ein wenig Honig. Der macht den Teig weich. Außerdem kommen 10 Kilogramm Mehl und 5 Kilogramm flüssige Butter hinzu. Die Teigproduktion übernehmen Maschinen. Jährlich verarbeitet die Konditorei 250 Tonnen Zucker und Mehl und 80 Tonnen Butter. Trotz der Maschinen ein Knochenjob. Also er wird ziemlich unterschätzt, der Beruf. Also wir müssen dann schon, wenn wir mit Nüssen so zu tun haben, schon so 50 Kilo Säcke oder sowas heben. Ins Fitnessstudio muss ich nicht mehr gehen, weil das mache ich da schon. Die Teigbleche kommen für 10 Minuten bei 180 Grad in einen XXL-Ofen. Hier haben 250 Bleche Platz. Die Tortenböden brauchen die Konditoren für alle Klassiker, wie zum Beispiel die Käse-Sahnetorte. Dafür holt Tortenchef Andreas Harlander Käse-Sahne-Creme aus der hauseigenen Molkerei. Das ist schon eine fertige Creme. Die Creme wird am Tag zuvor immer gekocht, hier in diesen Kesseln. Weil die Konditorei zunehmend nach Saudi-Arabien liefert, muss der Tortenchef Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner muslimischen Kunden nehmen. Dazu kommt die Gelatine dazu. Und die Gelatine ist halal zertifiziert, eben für unseren Kunden in Saudi-Arabien. Halal zertifiziert bedeutet, keine Gelatine vom Schwein, sondern vom Rind. So können auch Muslime die Torten essen. Die Käse-Sahne-Creme braucht eine ganz bestimmte Konsistenz. Sie darf nicht zu fest sein, dann zergeht sie auch wirklich auf der Zunge, wenn man sie isst, die Torte. Die Creme muss der Konditormeister jetzt ganz schnell auf die Tortenböden geben, bevor die Gelatine fest wird. Eine Maschine kommt dafür nicht in Frage. Weil die Creme eigentlich sehr locker ist und wenn ich die mit der Maschine abfülle, leidet die Creme sehr darunter. Die Creme würde in der Maschine zusammenfallen. Den Unterschied zwischen Maschinenproduktion und Handarbeit schmeckt der Tortenexperte sofort. Zugekaufte Torten aus dem Supermarkt probiere ich vielleicht ein Stück, ein kleines Stück, aber das war's dann schon. Verkaufsschlager der Konditorei ist die Mozart-Torte. Sie besteht aus Schokoladenbiskuit, gefüllt mit Marzipan und Schokocreme. 350 Stück verkauft die Bäckerei jeden Tag.
Die Mozarttorte bekommt zum Schluss eine Schoko-Zuckerglasur. Das Glasieren soll heute Azubi Viktoria Stechelin lernen. Also Viktoria, das ist der Milchfondant. Ja? Da musst du immer schauen, von der Temperatur her, der muss 70 Grad haben, der Fondant. Ja? Die Konsistenz muss passen. Ja? Sollte die Konsistenz nicht ganz so sein, wie es sein sollte, gibt es da einen Schuss Wasser hinein. Ich würde sagen, so sollte er sein. Ja? Eine ganze Mozarttorte hat über 3000 Kilokalorien. Ich zeig dir mal eine Torte und du machst dann die zweite selbstständig, okay? Du nimmst einen Schöpfer, ja, hinauf auf die Torte, einmal in diese Seite und das zweite Mal muss dann passen, ja, bis abläuft das Ganze, ja, okay? Ich sag mal ein paar Sekunden warten, ja, bis der Fondant ein bisschen stockt, dann ein bisschen hochheben, drunter fahren. Jetzt ist Viktoria dran. Die 15-Jährige ist erst seit 8 Monaten in der Ausbildung zur Konditorin. Na super, der geborene Konditor. Für Viktoria ein Traumjob. Weil mich der Beruf sehr interessiert und ich selber auch gerne nasche und ich gern wissen will, wie man das herstellt. Andreas Harlander kann seine Auszubildende alleine arbeiten lassen. Er hat jetzt ein Treffen mit dem Konditoreichef, um die Qualität der Nusstortenböden zu testen. Anständig ausbacken ist er. Der Teig ist sehr saftig, muss ich sagen. Und der ideale Tortenboden muss saftig sein, weich sein und er muss im Mund wirklich zergehen. Dominik Prusek ist zufrieden. Die Nusstorte ist ein echter Wiener Kaffeehaus-Klassiker. 800 Stück produziert die Konditorei jeden Tag. Ein Großteil davon geht rund 5000 Flugkilometer tiefgefroren in die Wüste nach Saudi-Arabien. Nebenan in der Osterproduktion. Hier arbeitet Konditorin Andrea Baltran an den Osterhasen aus Marzipan. Sie ist Expertin für feine Dekoration. Das ist einmal das Schönste, wenn man was kreieren kann, was dekorieren kann, was einfärben kann. Ja. Einfach was Spaß macht, wo die anderen auch eine Freude damit haben. Die Konditorin muss dafür sorgen, dass bis Ostern 3000 Marzipanhäschen fertig sind. Bisher sind es nur 2000. Das macht den Chef nervös. Wie viele Tage haben wir noch, bis wir ausliefern? Wir sollten eigentlich am Montag anfangen zum Ausliefern. Darf ich das mal anschauen? Bitte schön. Jetzt kommt noch ein Airbrush drauf. Ja, genau, dann kommt noch ein Airbrush. Und die Augen? Die Augen werden noch gespritzt, das macht meine Kollegin gerade dort und die Hasen sind dann fertig. Mit Airbrush sprüht Andrea Baltran braune Lebensmittelfarbe auf die Marzipanhäschen. Wenn das so leicht drüber gesprüht ist, nur das Braune, dann ist es mehr edler, dezenter und nicht so braun. Wenn sie so angesprüht sind, sind sie dann fertig. Jetzt zur Sonderbestellung aus Saudi-Arabien. Darum kümmert sich gerade Konditor Gerhard Göschel. Ich bin schon 39 Jahre hier in der Firma IDA tätig, habe als Lehrling angefangen. Bin jetzt Abteilungsleiter vom Teigposten. Die monatliche Sonderbestellung der Saudis? 1500 Topfenstrudel. Topfen ist das österreichische Wort für Quark. Gerhard Göschel verrührt 290 Kilogramm Quark mit 50 Kilogramm Zucker, 5 Kilogramm Rosinen und 90 Liter Eiern. Ich mache mit 200-300 Kilo pro Kessel. Ja, und bekommen in der Stunde ca. 1000 Stück Apfel- bzw. Topfenstrudel raus. 2000 Topfenstrudel produziert die Konditorei normalerweise jeden Tag für ihre eigenen Filialen. Gerhard Göschel und sein Team müssen heute also insgesamt 3500 Strudel herstellen. Das ist ohne Maschinen nicht zu schaffen. Chef Dominik Prusek kontrolliert, ob er den knappen Liefertermin einhalten kann. Wie viele haben wir heute schon produziert? 2000 Strudel haben wir heute schon gemacht. Gut. Und die sind alle für Saudi-Arabien? Für Saudi-Arabien ist alles hergerichtet. Wir warten eigentlich nur mehr auf den Abtransport. Fehlt noch die Goldtorte. Hier ist wieder Dekorationsexpertin Andrea Baltran gefragt. Sie überzieht diese Marzipantorte mit Blattgold. Morgen soll sie zum Kunden.
Man muss die Torte vorher immer mit Gelatine einpinseln. Jedes Blattgold, was man verarbeitet, braucht einen Kleber. Blattgold hat keinen Eigengeschmack. Es dient nur der Verzierung. Ein neuer Trend. Da wir ja jetzt nach Saudi-Arabien auch liefern, machen wir relativ viel schon mit Gold. Ja. Von der Qualität der Goldtorte überzeugt sich der Konditoreichef persönlich. Die Torte ist aus 24 Karat Gold, kostet um die 8000 Euro. Grund dafür ist, der Materialeinsatz ist sehr hoch. Das Gold alleine auf die Torte draufzugeben, dauert 5 bis 7 Stunden. Und so sieht das Goldstück dann fertig aus. Wunderschön geworden. Schaut aus wie ein Klimtmeisterwerk auf einer Torte. Dankeschön. Dominik Prusek ist zufrieden. Sein Team hat alles geschafft. Zeit für die Auslieferung der frischen Torten in die Filialen. Im Stammhaus am Wiener Stephansplatz herrscht schon reger Andrang. 3000 Tortenstücke verkauft die Konditorei jeden Tag. Das sind über 1 Million Kilokalorien. Renate Löffler ist ein Profi im Anschneiden. Dazu braucht man ein ganz, ganz heißes Wasser. Damit man die Glasur nicht zerdrückt, muss das Messer ganz heiß sein, weil dann geht das Messer fast von alleine durch. Konditoreichef Dominik Prusek hat schon als Kind im Café mitgeholfen. Heute führt der 28-Jährige eine Konditorei mit 30 Filialen. Alle Schichten treffen sich hier. Es ist egal, ob der Präsident hierher kommt oder der Herr, der die Straßen sauber macht. Sie sitzen nebeneinander. Es ist wunderschön. Es gibt auch jede Altersklasse, von jung bis alt. Für heute hat Dominik Prusek aber genug von Süßigkeiten. Er freut sich nach Dienstschluss einfach nur auf etwas Deftiges.